Während die Herren da hinten Modetipps austauschen, kommen Sie schon einmal bitte rum. Na klar. Ja, die Fälschung. So, und auch Sie. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, dann treten Sie einmal bitte hier um die Ecke. Natürlich. Den Koffer dürfen Sie einmal auf das Band stellen, beziehungsweise Ihre Reisetasche. Wunderbar. Falls Sie den Gürtel tragen, den Gürtel bitte abnehmen, die Schuhe ausziehen. Ja, Schuhe. Generell alle metallischen. Gürtel trage ich keinen. Ah, wunderbar. Dann generell alles, was metallische Gegenstände sind, Münzen, alte Knöpfe, die Sie gesammelt haben, bitte einmal hier in die Kiste tun. Gleiches gilt für ein ausgeschaltetes Handy, bitte auch einmal hier rein. Ja, so, bitteschön. Wunderbar. Wenn Sie soweit sind, die blaue Kiste bitte aufs Band. Hervorragend. So, verraten Sie mir doch einmal Ihren Namen. Ich bin der Herr West, Jeff West mit Doppel-F. West hat gar kein F. Nein, Jeff mit Doppel-F. Ah, ja, das steht auf dem Koffer jetzt nicht drauf, da steht nur J. West drauf, gut. Ah, okay. Er hat's gejinxt, er hat uns einen ruhigen Dienst gewünscht. Verdammt. Kann jetzt nichts mehr werden.
Ja. Wunderbar. Mr. West, Sie nehmen einmal die Arme bitte hoch, treten vor das Tor. Der Kollege wird Sie gleich durchwinken. Alles klar, ich danke Ihnen. Sollten wir gleich wieder ausweisen, den Typen. Ruhiger Dienst. Darf ich schon durch, oder? Ja, einmal durch das Gate. Ich habe mir auch gedacht, den kann man direkt ausweisen wieder. Ruhigen Dienst wünschen. So, alles Gute. Guten Abend, der Herr. Dann haben Sie denn ein Körperchen dabei? Sporttasche? Genau, Sporttasche. Genau, richtig. Ich habe einfach nur ein bisschen Unterwäsche, ein paar T-Shirts und kurze Hosen und ein paar Socken. Ja, gut. Mhm. Kollegin, mhm. Irgendwas Auffälliges gesehen? Mhm. Nee, sieht gut aus. Ja, gut. Ich habe extra nicht so viel dabei, weil ich gehört habe, hier kann man gut shoppen in Los Santos. Deswegen wollte ich mich hier neu einkleiden. Oh mein Gott. Okay, dann waren das wohl falsche Infos, die ich bekomme. Also ich sag mal, die Modebranche hat jetzt hier nicht unbedingt ihren Hauptsitz. Okay, ja, da wird bestimmt das ein oder andere neue finden. Ja, wenn er mal wieder einen Laden offen hat und so. Kommen und gehen sehr schnell. Wie bitte? Ja, die Läden kommen und gehen sehr schnell. Okay. Na, ich werde bestimmt was finden. Muss man doch ewig anstellen bei manchen Läden, bis man reinkommt. Okay, woran die Schlangen liegt das? Ewig lang. Echt? Die okay. Alle rein wollen, ja. Okay, krass, okay. Sind Sie Sammler von Hundefiguren? Nein. Dann heben Sie mal bitte den Pullover hoch in Ihrem Koffer. Was ist denn das, was diese Form von diesem Hund hat? Also, bei mir auf dem Bild sah es aus wie ein Hund, aber jetzt sehe ich, es ist kein Hund. Vielleicht was ist es ein Stofftier, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich aus Versehen noch ein Stofftier eingepackt von zu Hause, aus dem Kinderzimmer. Kann sein. Kinderzimmer? Ja. Oh, auch aus Ihrem Kinderzimmer? Genau, ich habe noch von damals, von wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, noch ein paar Sachen als Erinnerung mitgenommen aus meiner Kindheit. Na, okay. Ja, dann schauen Sie mal nach, was das ist. Müsste unter dem Pullover sein. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 35. 35? Da haben Sie jetzt noch bei Ihren Eltern gewohnt? Nein, nein, nein. Ich bin damals ausgezogen bei meinen Eltern, habe dann studiert, aber habe einige Sachen von meinem Kinderzimmer als Erinnerungsstücke mitgenommen und auf dem Speicher getan und irgendwann mal aussortiert. Und dann ist das ein oder andere im Wohnzimmer liegen geblieben. Und das haben Sie jetzt eingepackt? Ich verstehe das nicht ganz. Das ist bestimmt bei den Klamotten dabei gewesen. Ich hatte meinen Koffer im Wohnzimmer gepackt, alles zusammengelegt mit meinem Koffer, also mit meiner Tasche und vielleicht ist es einfach darunter gerutscht. Und der Speicher sonst noch irgendwas darunter gerutscht? Dann ist mich verwirrt. Nee, ich hab's, also eigentlich dürfte da nichts mehr sonst sein. Sie können ja gerne gucken. Würde mich wundern, wenn da noch was zu finden wäre. Nee, nee, okay. Gut, dann machen Sie den Koffer ruhig wieder zu. Von meiner Seite aus könnten Sie sich auch die Schuhe wieder anziehen. Ich weiß nicht, was der Kollege noch von Ihnen möchte. Nichts, Sie können sich die Schuhe anziehen, rote Sporttasche nehmen und vorne in die Halle gehen und warten, bis Sie aufgerufen werden. Ich schließe mal hinten die Tür ab. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch. Schreiben, so im Allgemeinen, ja. Juhu. Entschuldigung. So, was gibt es denn hier Schönes zu kaufen? Hier kann ich nichts kaufen.
Gibt es hier nichts zu trinken? Oder irgendwas zum Kaufen? Nö. Nö. Sollte ich auch nicht beim Feuerlöscher vor. Haben Sie denn... Was für eine Dosis? Toll. Wunderbar. Was auf dem ersten Blick sieht es auf jeden Fall gut aus. Hallo. Privet, hallo. Kennst du dich auch mit Pflanzen aus? Mit Pflanzen? Nee, nicht so wirklich. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht wisst, wo eine Toilette ist nach dem langen Flug. Ich müsste das so dringend. Ist ganz leicht, weil wenn du dich ein bisschen zur Seite drehst, ist da oben ein riesengroßes Schild, da steht Klo. Okay, in der Mitte bei dem Beamten durch, ja? Ja, einfach durch die braune Tür und dann kommt nochmal eine Tür. Okay, super, dankeschön. Ja, und wenn es nicht mehr genug Seife hat, dann sprich mich nicht darauf an. Okay, sprich mich nicht darauf an. Olga. Ja, er hat sich dann einfach... Entschuldigung. Kann man Ihnen helfen? Dürfte ich dort die Toilette benutzen? Wieso nicht? Eigentlich nur wegen Gebühren, aber wir machen heute eine Ausnahme. Alles klar, ich danke Ihnen. So, Leute, geht in 2 Minuten weiter. Ich muss nämlich kam auf Klo. Kleinen Moment. Schöne Bingo-Karte. Warum wollen Sie ein neues? Ja, Mensch, gebe dir nichts zu kaufen. Doch. Okay, ich brauche Wasser.
Getränke. Wunderbar. So. Gibt es keine Vibes? Hier da bestimmt nicht hin. Ne? Zigaretten gibt es nicht. Ich werde es schon irgendwann rausfinden, wie das funktioniert. Könnte man das mal. Ein Traum weiß ich ja schon. Was haben die anderen für Träume hier? Nee, ich wollte mich nur bedanken bei Ihnen. Die Toilette habe ich gefunden. Bei mir? Ja, sie standen gerade eben dort und hatte ich sie gefragt, wo die Toilette ist. Ja, ah ja, also, stimmt, kommt mir mal ein bisschen. Ich wollte eigentlich mal gucken, was ich machen lässt. Ich bin eigentlich Hobby-DJ. Und dass ich das jetzt so, ich sag mal, in Anführungszeichen hinterm Rücken sage, aber. Mir gefällt die hier. Frau ich mit sehe dem immer so viele Leute, da kann ich mir immer nicht merken, mit wem ich so geredet habe. Kein Problem, ist ja auch sehr voll heute. Mindestens schon 5 Stunden hier. Ach du liebe Güte. Ich möchte es aus eigener Kraft versuchen. Ja. Wie kommt's? Was, wie kommt's? Dass sie schon 5 Stunden hier sind? Ich mag vieles Musik, aber ja, keine das ist Ahnung. Eine gute Idee. Ist nicht mal, dass man so 7 Stunden am Tag arbeitet. Ach, sie arbeiten hier, okay. Ja, das sagen schon viele zu mir. Ich hab da eben werde ich nicht rot? Freiwillig den aber Boden so aufgewischt. Okay. Weil irgend so ein netter Fluggast einen Kaffee ausgeschüttet hat. Mhm, das stimmt. Aber es ist gut, dass es so Menschen gibt wie Sie, die alles am Laufen halten. Das muss man auch mal wertschätzen. Ja, Sarah hält den Flughafen in Stand. Das ist doch super. Wie lange musst du heute noch arbeiten? Nein. Noch 2 Stunden. Ah, das ist ja auch nicht mehr so lang. Ja, ich mache einfach immer wieder ein bisschen Pause. Raucht jemand von euch? Nee, ich nicht. Da, ich rauche. Ja, dann würde ich mal sagen, raus und die Raucherpause. Aber ich komme gern mit raus, wenn ihr nichts dagegen habt. Frische Luft tut gut. Fantastisch. Frisch aufgewischt, ja. Du rauchst? Da, ich rauche, ja. Dimitri war das, ja? Dimitri, richtig. Du kannst dir eine aus meiner Packung rausnehmen und mir die restlichen zurückgeben. Oh, nimm mir auch eine raus. Hast du mir die Packung gegeben? Ja. Wo liegt denn die? Ich glaube, die ist die runtergeflogen. Ah. Also ich sehe keine. Wie heißt du denn eigentlich überhaupt im weißen Shirt? Mein Name ist Jeff. Jeff. Also ich glaube, die Packung ist hier das Gelände runtergeflogen, aber ist kein Problem, weil... ich glaube schon, also da ist sie. Guck mal. Genau. Bin ich jetzt behindert? Nein. Also entweder ist das auch eine graue Packung oder... Nein, die ist schon da. Ja. Nimm einfach ganz entspannt eine raus. Habt ihr schon mal meine Brieftasche gesehen? Die? Voll der Herzen. Sieht voll hässlich aus. Ja. Naja. Wie viele Jahre arbeitest du schon hier am Flughafen? Ah, nicht lange. Bin noch in der Probezeit, deswegen muss ich auch ein bisschen fleißig sein, dass ich den Job nicht verliere. Okay, also einfach nur so ein bisschen nebenbei was verdienen oder wie? Ja, genau. Warum auch nicht? Ein Monat oder so bin ich. Ja.
Okay. Ich würde dir ja von mir Zigaretten geben, aber schlau rauchen, ich hab keine. Also, da, ich habe auch selber welche, aber wie gesagt. Du hast sie dir einfach so eingesteckt. Also, wärst du jetzt ein Mann, hätte ich gesagt, du kannst mich ja gerne abtasten, aber... Dann hole ich die Security, kein Problem. Oh, oh. Ja, ist ja kein Problem, also... Aber ich habe auch auf dem Boden nichts gesehen, also hier ist nirgends sowas. Vielleicht am Gelände runtergefallen. Ich glaube auch, dass er auf dem Gelände runtergeflogen ist. Hm. Meinen? Ja, ich glaube, die wird jetzt Security sagen, dass ich jetzt Zigaretten geklaut habe. Da kommt die Dame mit der Security. Jetzt bin ich mal gespannt. Also er kann dich abtasten, wenn ich es nicht kann. Dimitri, Sie haben die Zigaretten der Dame eingesteckt. Habe ich nicht. Sie können mich gerne durchsuchen, wenn Sie wollen. Also ich habe eigene von vorhin. Wir haben vorhin gemeinsam geraucht. Das haben Sie auch noch gesehen. Ich habe meine eigenen, aber ich habe keine weitere Packung bekommen. Irgendjemand ist, wie gesagt, runtergeflogen. Ich gehe hier runter und einer von euch beiden hat sie eingesteckt, als ich kurz weggeschaut hatte. Ich bin ziemlich sicher, du... Ja, ja. Die Packung noch zugewiesen. Oder war die auf? Ich habe, da war schon eine Zigarette draußen. Ich wollte, dass er sie für mich und für ihn eine rausnimmt. Also ich habe sie nicht, ich bin nicht Raucher. Mich kann man auch gerne durchfilzen, gar kein Problem. Gut, die Herren, dann bitte ich Sie einmal, der Herr mit dem schwarzen T-Shirt einmal zum Geländer, dass die einmal abtasten kann. Da natürlich. Und der Herr mit dem weißen T-Shirt bitte einmal kurz Abstand halten von mir. Natürlich. Ja. Und jetzt gehen alle, oder was? Wir teilen uns nur so ein bisschen auf, ich komme mal zu Ihnen rüber. Das sieht sehr gefährlich aus, was hat denn der Herr gemacht? Die Dame, ja, die Dame wollte ihm Zigaretten geben. Er sollte sich eine rausnehmen. Dann hat sie kurz weggeguckt und jetzt ist die ganze Schachtel weg. Die ganze Schachtel? Ja. Geht ja nicht. Boah, wie kann man da so dreist sein? Ja. Ist schon frech. Die Dame arbeitet hier am Flughafen und macht hier sauber und hat eh nicht viel Geld und jetzt kriegt sie auch noch die Zigaretten abgenommen. Das ist ärgerlich. Tut mir auch schon sehr leid. Wirkt auch so, als ob ich ein bisschen gezwungen wird hier zum Job, dass sie nichts anderes machen konnte. Wie heißt der Herr? Das weiß ich noch. Ich bin gerade eben erst mit ihm rausgegangen auf dem Balkon. Guter Herr, dann sind Sie der Nächste. Stellen Sie sich einmal durch, wo der Herr mit dem schwarzen T-Shirt ist. Natürlich. Guter Herr mit dem schwarzen T-Shirt bitte einmal wegdrehen. Da natürlich.